Konnichiwa Anime und Game Otakus, willkommen zurück zu einem neuen Part von Horizon. Wir sind auf dem Weg. Oh mein Gott. Ich krieg hier gleich schon die Arschkarte. Natürlich. Ich habe gerade das Spiel angemacht. Was soll denn das? Warte. Ich habe gerade das Spiel angemacht und jetzt kriege ich schon hier auf die Fresse. Wirklich? Wow, ein zugefrorener See. Wie geil ist das denn? Nicht so geil ist, dass ich hier gerade angegriffen werde. Ey, aus, Viecher. Darf ich sammeln? Nein, die lassen mich nicht. Oh mein Gott, ich hasse euch. Ich muss gerade mal kurz abhauen, ne? Ich weiß zwar nicht, wohin ich abhaue, aber hey. Ich komme hier gerade nicht weiter, das ist ein bisschen scheiße. Bin ich hier sicher? Wartet mal. Ich müsste eigentlich das machen. Wenn ich, wenn die mich nicht sehen, aber. So, tötet euch mal gegenseitig und lasst mich bitte in Ruhe. Scheißviecher. Oh, du bist so ein kleiner Bastard. Ich muss mal abhauen hier. Die töten mich hier gerade. Das kotzt mich gerade etwas an. Der Grabhort. Mhm, schön. Stiller Schlag. Oh. Oh, hi. Hi. Ich wusste gar nicht, dass ich bei den Gegnern bin. Die lassen mich nicht in Ruhe. Was willst du denn von mir? Ach, läuft ja super. Das war's. Ich sollte mich hier mal ein bisschen umsehen. Ja, wenn die mich mal lassen würden, das wäre voll schön. In der Mitte. Alter, du kleiner verfickter Peter, du. Lass mich mal jetzt in Ruhe. Du auf rumzustöhnen hier. Die lassen mich echt nicht in Ruhe. Das kotzt mich etwas an gerade. Bitte, verpisst euch. Und was zum Teufel ist das? Das sieht aus wie ein riesengroßer, weiß ich nicht. Auch was Maschinenartiges. Großes. Endlich, endlich haben wir es geschafft. Die lassen uns jetzt hoffentlich in Ruhe, das wird mal Zeit. Wir müssen hier runter. Ich weiß ja nicht, ob hier Gegner sind. Oh, drinnen sind sie auch. Ja, natürlich. Wiederholen Sie, Lieutenant. Er ist durch. Titan ist durchgebrochen. Nähert sich. Titan? Ist das der Titan, den wir gerade gesehen haben? Der war ziemlich groß. Operation Enduring Victory. Und ist wütend. Was bedeutet wir sitzen das? Hier fest. Er schlägt glatt durch was uns auch durch. Immer das sein sollte. Es ist wohl nicht alles gut gelaufen. Titan abwehren. Titan. Das ist, Titan heißt ja was sehr, sehr Großes. Eingefrorenem Eis. Und in der Zeit. Ja, und Titan ist was sehr, sehr Großes. Und hier draußen ist was sehr, sehr Großes. Deswegen, wer weiß. Sergeant Uzio. Meine Ohren. Ja. Kriegst du alles mit, Silence? Silence? Silence ist doof. Na, das ist ja heute wirklich ein schöner, andauernder Sieg. Kontakt in 30 Sekunden. Hey, ob Sovic Zero Dawn in der Zeit durchziehen kann? War's das jetzt, echt? Ich muss sagen, es war eine Ehre, neben diesen Panzern zu dienen.
Okay, irgendwie sterben die da alle. Ich sammle trotzdem die Sachen ein und höre mir die an. Titanen, auch wenn es ein bisschen weh tut. Wir machen es wie beim Akron. Die Basis blockiert ihn. Dann greifen wir an und zerlegen ihn komplett. Alles wie immer. Die Stimme? Die kommt mir bekannt vor. Ich glaube, die war hier schon mal im Spiel. Die Stimme war doch schon mal im Spiel. Hörst du das? Was denn? All diese Soldaten. Sie sind hier gestorben. Gestorben wird dauernd. Geh weiter und such etwas Interessantes. Ach, Silence, halt die Klappe. Der Typ ist so nervig. Wow, wie das hier aussieht, ey. Das ist richtig krass. Lauter so eine riesen Panzer. Vor allen Dingen, was für Maschinen das hier sind. Das sind ja richtig krasse Panzer. Sehen echt übel aus. Und da sind auch Verderber. Eingefroren. Ich weiß nicht, ob die kaputt sind. Es kann ja sein, dass sie vielleicht noch leben. Kann man sich das hier angucken? Operation. Was ist hier? Da steht das Gleiche, okay. Es gibt hier aber verschiedene Wege. Das ist jetzt halt ein bisschen doof. Ist das hier auch eine Sackgasse? Wenn ja, dann ist gut. Dann habe ich nichts zu verpassen. Hoffe ich mal. Okay, dann können wir jetzt in die Mitte reingehen. Ich bin gespannt. Was uns da unten... Ui. Was uns da unten erwartet. Abseilen, oder? Hallo? Nein, 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 nein! Oh mein Gott. Oh. Da kann man sich abseilen, glaube ich, und die springt da runter und... ja, ich dachte, ich bin jetzt sowas von tot. Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Ganz vorsichtig. Okay, wir sind unten. Ich war gerade ein bisschen angespannt. Weil ich möchte ja nicht runterfallen. Und ich glaube, Aloy friert ganz schön. Sie atmet so schwer. Ja, eine Frostbeule. Da kenne ich noch jemanden. Es ist so dunkel hier. Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht irgendwie sterbe oder so. Wow, das ist riesengroß hier. Und hier hat jetzt Krieg stattgefunden, wie es hier aussieht. Boah, in das Eiswasser rein. Ups. Irgendein scheiß Update, willst du mich verarschen? Das ist irgend so ein kostenloses Spiel. Weiß nicht, ich wollte es mal ausprobieren. Ich weiß nicht mal, was es ist. Ich hasse es aber, wenn es mitten beim Let's Play kommt. Ich habe das eigentlich abgestellt, aber okay. Lohe haben wir nicht. Nein! Ist natürlich nicht so toll. So, gibt's hier noch irgendwas? Kann ich jetzt noch was einsammeln? Oh, ich hätte einen Wagen mitnehmen sollen. Ja, einen Wagen. Und wo nimmst du den denn mit? Schiebst du den dann durch die Gegend und kletterst damit rum? Das möchte ich sehen. So, da kann man klettern. Ich gucke mal, ob hier irgendwelche Datenpunkte oder so sind, die man sich anschauen kann, aber anscheinend ist hier nichts mehr. Deswegen gehen wir mal weiter. Ich denke mal, wir bekommen hier auch Besuch. Wir werden nicht allein sein. Mir fehlt ein bisschen, dass man hier eine Taschenlampe benutzen kann, aber hey. Hier haben die Soldaten wohl geschlafen. So ähnlich wie in der Hütte in Mutterherz. Und hier sind lauter Datenpunkte. Protokoll 3. Kampf California Marine. Der Schwarm kam vom Pazifik und ich weiß nicht, ob es Freiwillige waren oder die verrückte 15. Aber sie zündeten den Müllstrudel an. Mann, das Meer stand in Flammen. Das Zeug war... Die ersten Bots waren bedeckt von brennendem Schlamm. Das brachte uns ein oder zwei erfolgreiche Stunden. Dann hatte der Schwarm alles neu berechnet. Wir lockten sie ins Inland und weiter Richtung Kalmar. Ließen Gebäude auf sie fallen. Setzten EMP ein. Das übliche Prozedere. In Kalifornien war ich zuletzt mit 5, 6... Ein Licht wie der Social-Net-Nostalgie-Filter, den es in den 40ern gab. Das klingt alles nicht sehr schön, ne? Protokoll. Der erste Kampf am Ostküstenschutzwall war lange vorbereitet.
Das war vor Kalmar. Die Prognosen für den Osten waren noch schlechter. Drei Wochen lang bildeten wir in irgendeiner Küstenstadt Freiwillige aus. Es regnete ständig, denn Europa war bereits niedergebrannt. Immer mehr Fertigkasernen. Sie wurden immer weiter aufgestellt, bis die Haupttruppe schließlich zuschlug. Mit den Freiwilligen machten wir Kampfübungen in den Straßen, wo sie gelebt hatten. Wir taten so, als ob es eine Zukunft für sie gäbe, wenn sie nur auf sich aufpassten. Nichts war schlimmer als die, die uns glaubten. Ihre hoffnungsvollen Fragen über Zero Dawn. Als ob wir mehr wüssten als sie. Ich schwöre, allmählich werden wir so noch selbst zu Bots. Aber die lernen aus jedem Kampf. Und wir? Ich weiß nicht. Tja, die berechnen halt alles und dann sind alle im Arsch. So, hier sind überall so eine Datenpunkte. Ich kann nichts dafür, ich möchte das halt wissen. Und sonst erfahre ich ja auch nicht, was hier passiert ist. Abberufene, ich erinnere euch an Artikel 115 der Basisrichtlinie. Die unerlaubte Nutzung der Prozessorzyklen. Insbesondere an 115c. Verboten ist jede holographische Simulation, die nicht direkt der Ausbildung dient. Ihr seid erinnert. Und viel Spaß beim Spielen. Danke für die Nachrichten. Die Zeit vergeht schnell im aktiven Dienst. 4 Monate jetzt. Und vielleicht 20 Einsätze? Immer an der Westküste. Und dann mit diesen rekrutierten, ahnungslosen Zivilisten. Ihr gesamtes Training besteht aus... Hier ist eine DEW. Schieß auf die Bots. Aber irgendwie klappt es. Mit dem 6. MEB haben wir einen Horus erledigt. Bei Lithium Beach. Es tat gut, dieses riesige Vieh vernichtet zu sehen. Ich hoffe, es kam in den Nachrichten, Schatz. Damit alle wissen, dass wir es schaffen können. Wir müssen Projekt Zero Dawn nur Zeit geben. Dann wird bald alles wieder wie früher sein. Ist aber leider nicht so passiert. So, der letzte Punkt hier. Es tut mir so leid. Schatz, tut mir leid, dass ich mich erst nach Tagen wieder melde. Die Einsätze werden länger und immer härter. Der Schwarm kann uns jetzt besser einschätzen. Wir sind jetzt weniger und die Arbeit wird für uns Verbleibende nur noch mehr. In einem wie soll man es sich da gemütlich machen? Aber es war die Metallwelt. Es ist nicht meine Familie. Sie waren vermutlich daran gewöhnt. Das ist ein bisschen blöd, wenn dieser Zwischenquatsch. Und unser früheres Leben aus der Sicht von außen zu betrachten. Früher freuten sich die Leute, uns zu sehen, als sie noch Hoffnung hatten. Alles scheint zu entgleiten. Tja. Ich erkenne nicht mal die Orte wieder, die wir verteidigen. Ich kämpfe nur noch für eine Sache. Nämlich für dich. Für Zero Dawn, um das hier abzuwenden, was immer es ist. Das ist irgendwie traurig. Die haben gekämpft, verzweifelt und es hat nichts im Grunde gebracht. Die Maschinen haben trotzdem gewonnen. Weil es sind halt Kriegswaffen gewesen, die sie gebaut haben. Ja. So viel dazu. Weil man zu viel Technik und so einbaut, die haben halt keine Emotionen und dann sehen sie halt uns als Feinde. Nur ein Bett? Vielleicht das Zimmer ihres Kriegsherrn? Der Kriegsherr? Heißt hier wahrscheinlich Captain oder so? So, wer lesen möchte, einfach mal auf Pause drücken. Ich lese mal ganz schnell. Ein Exoskelett. Wir erkunden zwar jetzt hier, aber ich habe keine Ahnung, wo wir hin sollen. Kann man das hier irgendwie benutzen? Sieht ein bisschen aus wie so ein Fahrstuhl, aber das würde sowieso nicht mehr funktionieren, glaube ich. Ach, hier runter geht es auch noch. Es ist sehr ruhig hier unten. Sehr ruhig. So. Ich guck mal, ob hier irgendwas noch liegt.
Es ist auch sehr dunkel. Ich würde mich freuen, wenn ich hier ein bisschen Licht hätte. Aber kann ich nicht machen. Huch. Hängen geblieben. Ich habe einfach das Gefühl, wir sind hier nicht alleine, aber da komme ich nicht rein. Rotes Licht. Das heißt wohl kein Strom. Ah. Stelle die Stromversorgung der alten Tür wieder her. Okay. Vielleicht haben wir unten noch Besucher, wer weiß. Wer weiß. Was ist das hier? Was immer diese Tür angetrieben hat, muss in der Nähe sein. Ja, ich mache ja schon. Warte doch. Oh, nicht schon wieder Rätsel. Oh no! Ach du heilige Scheiße. Hier sind wieder irgendwelche Rätsel. Was ist das hier? Erkenne ich nicht. Ein holographisches Interface. Muss eine Art Code sein. Vielleicht sollte ich die Objekte in diesem Bereich scannen. Mhm. Die Objekte in diesem Bereich. Was für Objekte meint sie? Das ist jetzt wieder die Frage. Hier, Holoschloss. Achso, das ist wieder zum Drehen alles. Ich habe keine Ahnung. Ich teste nur mal. Vielleicht habe ich ja Glück und ich mache mit Zufall wieder irgendwas. Ich weiß es nicht. Na, hätte ja sein können, dass ich hier irgendwie was hinkriege, aber... Wir müssen hier erstmal alles scannen, weil hier gibt es noch mehr so eine Dinge. Na okay, wir gucken mal. Ich glaube, das Herumgerate ist nicht so gut. Ich muss erstmal hier sicher runterkommen. So. Schauen wir uns mal um. Hier sind ja noch mehr Sachen. Das ist interessant. Mhm. Ein Holoschlösser in der Nähe. Okay. Was ist das hier? Hey, ihr habt gefragt, wie ich mir den Geothermosystem-Neustart merke? Das geht so. Vögel suchen im Sommer den Norden, Osten im Frühling, Westen im Herbst, Süden im Winter. Tja, Poesie hättet ihr von Mike, dem GT-Techniker, nicht erwartet, was? Ich bin halt was ganz Besonderes. Hey, ihr habt gefragt, wie ich mir den Geothermosystem-Neustart merke? Das geht so. Vögel suchen im Sommer den Norden, Osten im Frühling, Westen im Herbst, Süden im Winter. Tja, Poesie hättet ihr von Mike, dem GT-Techniker, nicht erwartet, was? Okay. Ich bin halt was ganz Besonderes. Jetzt weiß ich nicht, war das jetzt... Ich habe jetzt die beiden schon wieder vergessen. Warte mal. Drei Leitungen, drei Quellen. Das ergibt eine. Okay, das war jetzt einfach. Ist jetzt die Frage, ist es jetzt bei allen so, oder? Das glaube ich... Ich glaube nicht, dass es jetzt überall so ist, oder? Sind die jetzt überall so? Weiß ich nicht. Müssen wir ausprobieren oder so. Ob die jetzt alle so sind. Heißt jetzt... Habe ich die Reihenfolge jetzt richtig gemacht? Ich verwechsel die beiden schon wieder. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die richtig... Ich glaube, wir müssen für jeden was anderes machen, oder? Wir müssen für jeden was anderes machen. Anscheinend. Okay... Interessant. Ich muss sowieso gleich einen Cut machen, weil der Part geht sonst zu lang. Das ist ein bisschen doof. Oh. 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 Na toll. Jetzt bin ich... Ernsthaft? Jetzt bin ich hier runtergefallen, so ein Scheiß. Ich krieg hier immer Falltode. Das kann einfach nicht wahr sein. Jetzt muss ich hier wieder zu... Oh. Dammit. Muss ich den jetzt wieder neu machen? Hey, ja, natürlich. Ihr habt gefragt, wie ich mir den Geothermosystem-Neustart merke? Das geht so.
Vögel suchen im Sommer den Norden, Osten im Frühling, Westen im Herbst, Süden im Winter. Tja, Poesie hättet ihr von Mike, dem GT-Techniker, nicht erwartet, was? Ich bin halt was ganz Besonderes. Hab ich die jetzt schon wieder verwechselt? Oder warum funktioniert das jetzt nicht mehr? Habe ich das schon wieder verwechselt? Hä, eigentlich ist das doch richtig, was ich gemacht habe. Drei Leitungen, nicht, oh, drei Quellen. Scheiße. Das ergibt eine. Ich bin vielleicht zu müde, ey. Jetzt verwechsel ich hier Westen und Osten. Kann ja wohl nicht wahr sein. Aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt für alle machen muss. Das kann einfach... Das ergibt keinen Sinn. Ich weiß nicht, was ich jetzt hier machen soll. Und ich muss aufpassen, dass ich hier nicht runterfalle, weil, ja... Autsch. Nützliche Informationen. Und die wären? Was ist denn die nützliche Information? Oben, oben, unten, unten? Oben, oben... Vielleicht ist es das hier? Ich weiß nicht, das ist das Einzige, was mir jetzt an Hinweisen auffällt. Und zwei. Ah, noch eine. Und die war da oben und da bin ich jetzt wieder runtergegangen. Mal gucken, ob da auch irgendwas ist oder wir noch ein Rätsel machen müssen. Hui. Hätte auch schief gehen können. Oben, unten, links, rechts. Oben. Unten. Links. Und rechts. Das war's. Okay. Klingt zumindest so. Erkunde den Grabhort. Grabhort oder Orts, je nachdem, wie die das hier nennen wollen, muss ich weiter erkunden. Ich hoffe, ich falle jetzt hier nicht runter, das wäre voll scheiße. So, wir haben es geschafft. Okay, war jetzt eigentlich doch easy. Gut, und bevor ich da jetzt reingehe, mache ich erstmal einen Cut. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Schaltet dann wieder ein und bis dann.